Mein Name ist Jan-Hendrik Hohls. Ich komme aus Becklingen, im Zentrum der Lüneburger Heide zwischen Hamburg und Hannover. Wir bewirtschaften einen Familienbetrieb nächster Generation mit Muttersauen, Mastschweinen, Biogasanlage und dem dazugehörigen Ackerbau. Den 30 Jahre alten bestehenden Vollspaltenstall haben wir im Zuge der Umstellung auf mehr Tierwohl vor 2 Jahren zum Strohauslaufstall umgebaut. In diesem Jahr haben wir ganz neu unseren Pigport 5 in Betrieb genommen. Der Pigport ermöglicht ein riesengroßes Luftvolumen, das heißt sehr geringe Schadgasbelastung für die Tiere. Die Tiere können frei zwischen Innen- und Außenbereich wählen und werden dort auch komplett ohne Spaltenboden gehalten und kompletter Stroh einstreuen. An unserer Mastschweinehaltung ist mir wichtig, dass die Tiere sich wohlfühlen. Also das kann man klar am intakten Ringelschwanz bei uns ablesen. Unser Futter besteht im Wesentlichen aus guter regionaler Gerste, aus Roggen und die Schälreste vom Hafer, weil die unheimlich wertvoll in Rohfaser und Kauverhalten sind für die Tiere. Damit unsere Komponenten frei von Toxinen sind, haben wir uns eine eigene Lagerung und Mahltechnik angeschafft. Und in dieser Lagerung können wir sicherstellen, dass das Getreide gesund über die gesamten Monate von der Ernte bis zur Verschrotung gut gelagert und behandelt ist. Beim Anschleppen des Auslaufs an den bestehenden Stall haben wir uns entschlossen, eine Beschäftigungsfütterung zu installieren. Dann wissen die Schweine schon in freudiger Erregung, da kommt gleich Körnermais vom Himmel und wühlen das gesamte Stroh eine halbe Stunde lang nach Körnermaisresten durch. Dadurch sind sie wunderbar beschäftigt und der Nachmittag vergeht ohne jegliche Langeweile. Es ist einfach als Tierhalter auch einfach richtig toll zu sehen, wie die Tiere interagieren, wie die Tiere ja einfach auch dieses Glück an mich als Tierhalter senden. Da wir auch in unseren konventionellen Ställen Tiere mit Ringelschwänzen halten, haben wir in jedem Stall ein Notfallset geschnürt, das wir gleich bei der Einstallung der Ferkel mit in den Gang stellen. Diese Komponenten eignen sich prima, um Schwanzbeißgeschehen, wenn es dann aufflackert, ganz früh durch gute Beschäftigung, kaubares Material und Ablenkung, also Spielzeug, sprich das Seil, sofort wieder einzudämmen. Da ich davon überzeugt bin, dass die Schweine in diesen Haltungsverfahren viel glücklicher sind, habe ich mich auf den Weg gemacht und eine eigene Vermarktung aufgebaut für diese Tiere. Das Preisgeld von MSD möchte ich in eine professionelle Website investieren, weil das Marketing ist der zentrale Baustein für unser Tierwohl, weil nur durch die Zusatzerlöse bei den Kunden kann ich mir das Tierwohl leisten und unseren Tieren dieses Welfare ermöglichen.